While we're waiting for the keyboard to get its sound. Wir warten darauf, dass das Keyboard angeschlossen wird. Could you please individually ask the Holy Spirit to come and fill you and all of us? Könnt ihr bitte individuell den Heiligen Geist bitten, zu kommen und uns alle zu füllen? Allora, sì, chi ha Shona Atene e che esse. Alana Siki, che nasukuma Pakini Atta. Ich bin der Herr, dein Gott. Alle Fülle ist in mir. Ich habe dir alles gegeben durch meinen Sohn. Es gibt nichts, was ich vor dir vorenthalten würde. Now receive this. Nothing he is going to keep from you. Empfang das, dass er sagt, er hält nichts von dir zurück. And sit. Und setzt euch. Right, we have 90 minutes to do what I normally do in 90 hours. Wir haben jetzt 90 Minuten für das, was ich normalerweise in 90 Stunden mache. So let's pray the right scriptures go up. So, lass uns dafür beten, dass die richtigen Schriftstellen hier hochkommen. Because I want to take the mystery out of this spiritual gift business, so you know you can all use all the spiritual gifts that I'm going to talk about. Mysterium aus diesem Thema der Geistesgaben rausnehmen, damit ihr versteht, dass ihr alle Gaben empfangen könnt. Now there are two main ministry models today. Es gibt heutzutage zwei hauptsächliche Ministry-Modelle. And the first one is when you've got somebody who's, they say, is anointed, standing on a stage. Das erste ist, wenn es jemanden gibt, von dem sie sagen, er ist gesalbt und er steht auf einer Bühne. And healing the sick or everyone falls down or giving prophetic words. Und er heilt die Kranken und alle fallen um oder er gibt prophetische Worte. That is not efficient. Das ist nicht sehr effektiv. Although it gives us an appetite for more. Auch wenn es uns einen Appetit gibt für mehr. We're going to have a look at Jesus' ministry and his healing ministry. Wir werden uns Jesus Heilungsdienst angucken und seinen Dienst. And why did he not finish the job? Und warum er den Job nicht zu Ende gebracht hat? Twice he sent out 12. Zweimal hat er 12 ausgesandt. Once he sent out 70 plus 2. Einmal hat er 70 plus 2 rausgesandt. And then. Und dann. He left the world. Ist to er us. Aus der Welt gegangen und hat die Welt uns überlassen. Now, it's going to be efficient if we do what he told us to do. Es ist effektiv, wenn wir tun, was er uns gesagt hat, dass wir es tun sollen. And it's very much less expensive than having just one man doing it, because he can't reach the whole world, and Jesus gave the whole world to us. Did you say expensive?
It's expensive. Yeah. Okay. Yes. Und es ist sehr viel weniger kostspielig, wenn alle es tun, als die eine Person, die reisen muss und die ganze Welt erreichen soll. But if you can all pray for your neighbor and heal your child's friend in the playground, that doesn't cost anything. It's great fun. Aber wenn ihr alle beten könnt für die Kinder in eurer Nachbarschaft auf dem Spielplatz, das kostet überhaupt nichts und es ist ganz großer Spaß. So let's look at Luke 4:18 when Jesus announced his ministry. Okay, wir sehen uns Lukas 4 an. Verse 18, he said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Okay, now just a word about anointing. I don't expect to win this battle, but it's used wrongly. Ein Wort über Salbung. Ich erwarte nicht, dass ich diese Schlacht jetzt hier gewinne, aber es wird falsch benutzt. It's not a compliment to say somebody is anointed. Es ist kein Kompliment zu sagen, dass jemand gesalbt ist. Most of the kings were anointed and most of them were bad kings. Die meisten Könige waren gesalbt und sie waren schlechte Könige. Anointing is a fact. Salbung ist ein Fakt. A king was anointed usually once. Ein König wurde einmal gesalbt. Then he could be a good king or a bad king. Und dann war er ein guter König oder ein schlechter König. And if he's a bad king, wenn er ein schlechter König how does ist, he get to be a good king? Wie wurde er dann ein guter König? Repent. Buße. He didn't need to be re-anointed. Er musste nicht nochmal gesalbt werden. So Jesus announced his ministry by saying, "The Spirit of the Lord is upon me," because he has anointed me. Jesus hat seinen Dienst eingeführt, indem er gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. When? Wann? Anyone know when he was anointed? Weiß irgendjemand, wann er gesalbt wurde? When he was baptized. Bei seiner Taufe. Did he have the Holy Spirit before that? Hatte er den Heiligen Geist schon vorher? Absolutely. That's Natürlich. How his mother got pregnant. So wurde seine Mutter ja schon schwanger. So he was born of the Spirit. So er wurde aus dem Geist geboren. So normally I would go into detail in saying that there are two complementary works of the Holy Spirit. Normalerweise würde ich jetzt in Details gehen, dass da zwei Anteile, gegensätzliche Anteile der Salbung des Heiligen Geistes. One is what I call the inner work. Which is what draws us to Jesus and enables us to believe. Das eine ist die innere Arbeit, der innere Effekt, das was uns zu Jesus führt und uns glauben lässt. And as we get filled, we can be filled and filled and filled and filled over and over again. Und so wie wir gefüllt werden, können wir gefüllt und gefüllt und gefüllt immer wieder gefüllt werden. As we spend time with Jesus. So wie wir Zeit mit Jesus verbringen. Then we grow fruit. Und Frucht wächst. And I'm not going to talk about that today, but there are 9 fruit, and they are character. Und ich werde darüber heute nicht sprechen, aber es gibt 9 Früchte, und da geht es um den Charakter. And that's what Jesus was doing up till the age of 30. Und das ist das, growing in the Spirit and favor with men. Und das ist das, was Jesus tat, bis er 30 war. Er wuchs im Geist und in der Gunst mit den Menschen. But after the Spirit came upon him and it looked like a dove. Und danach, als der Geist auf ihn kam und es aussah wie eine Taube, then he announced what he was here to do. Dann hat er angekündigt, wofür er hier war, okay. Es zu tun. He didn't say, "Oh good, I feel anointed today." He said, "I have been anointed. So after today, we want you to make sure if you have been anointed or not." Er hat nicht gesagt, oh gut, jetzt fühle ich mich gesalbt. Er hat gesagt, ich wurde gesalbt. Und ich möchte, dass nach heute ihr wisst, ob ihr gesalbt wurdet oder nicht. You don't need to be re-anointed, but people are always praying that the Lord will anoint me. And I think, oh, I'll be a very good sport. Amen. Ihr braucht nicht nochmal gesalbt zu werden. Und Leute beten immer wieder für mich, dass ich nochmal Salbung empfange. Und ich bin ein guter Mitspieler und sage, okay. But really, it should be, Lord, fill her with the Spirit again.
But is, this and Gebet again, sollte and heißen, again. Gott, füll sie nochmal, nochmal mit dem Heiligen Geist. So the first thing he said he was anointed to do was proclaim good news to the poor. So das erste, wofür er gesalbt war, war den Armen die gute Botschaft zu bringen. And this is not words. Und das sind keine Worte. Sometimes it's words, but mostly it's not. Manchmal sind das Worte, aber meistens nicht. What was good news to 5,000 hungry men? Was war gute Nachricht für 5,000 hungrige Leute? Fish sandwiches. Fischbrötchen. So much so that they, after eating, said, I couldn't eat another mouthful, thank you. Und so viel, dass nachdem sie satt waren, sie gesagt haben, nicht noch ein bisschen mehr. And so when you go to the poor and when I go to the poor, what is it that they need? And it's always what they need, not what we think we've come to give. So, das heißt, wenn wir zu den Armen gehen, dann geht es um das, was sie brauchen und nicht um das, was wir denken, dass sie es brauchen. So, the next thing he was anointed for, das nächste, wofür er gesalbt war, was freedom for the prisoners. Freiheit für die Gefangenen. So I've shared how we pray with drug addicts and I've personally prayed with them and seen thousands get off drugs physically. So ich habe Geschichten erzählt und ich habe euch berichtet, wie ich Tausende von Drogenabhängigen gesehen habe, die frei wurden von Drogen körperlich. With no cramps or vomiting or pain and they can sleep and eat. Ohne Krämpfe, ohne Erbrechen, sie konnten schlafen und essen. Ja, ich habe auch gesehen, wie Hunderte von Leuten schmerzfrei durch den Entzug kamen. I've also seen how lots of people. Und ich habe gesehen, einmal haben wir gebetet und hatten nichts zu essen. Und dann gingen wir raus, um Essen zu suchen. Und wir sagten, wir gehen fischen. Und dann an dem Tag hat der Damm irgendwie wegen Überwasser da Wasser ausgeholt und alle Fische sind raus. Okay, thank you. Thank you. I want to take this mystery away. Ich möchte dieses Mysterium wegnehmen. Because when I read that David Wilkerson prayed with people and they came off drugs, whoosh, just like that, people here are saying, why does it work there and not here? Okay, als ich gehört habe, wie David Wilkerson erzählt hat, wie seine Drogenabhängigen frei wurden, einfach so tsch, und dann haben Leute gesagt, warum passiert es da und nicht hier? So if you see a promise in scripture, your job is to say, Lord, you promise now, help me to lay hold of it and work it out. Okay, das wenn ihr eine Verheißung in der Schrift seht, dann ist es euer Job, diese Verheißung zu nehmen und sie zu nehmen und zu sagen, Herr, hilf mir, dass das funktioniert. Not, oh, it didn't work, oh dear. Und nicht, oh, es hat nicht funktioniert. So we learned to sit with our people and we do that for 10 days non-stop, praying for them 24 hours a day. In tongues. So, wir haben gelernt, es auf diese Art zu tun. Wir sitzen 10 Tage lang mit unseren Leuten und 24 Stunden ohne Unterlass beten wir mit ihnen 10 Tage lang in Sprachen. That makes us pretty tired. Davon werden wir ziemlich müde. And we don't look at all powerful. Und wir sehen auch nicht sehr kraftvoll aus. And our brothers who come off drugs say afterwards, which was most special to you, a painless withdrawal or the way you were looked after. Und wenn wir unsere Brüder nachher fragen, die Drogenabhängigen, was war für dich wichtiger, ein schmerzloser Entzug oder die Art und Weise, wie man sich um dich gekümmert hat? And they say the way that people sat with me. Und sie sagen immer die Art und Weise, wie Leute mit mir da saßen. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? This is a miracle the church has yet to demonstrate. Das ist ein Wunder, das die Kirche noch zeigen muss. Okay, next one. Das nächste. This is brief. Jetzt ist recovery of sight to the blind. Okay, die Sicht der Blinden wird erneuert. Sie werden sehend.
I've prayed for a blind man and nothing seemed to happen. Ich habe für einen blinden Mann gebetet und nichts ist passiert. Years later I met him and he said, 2 days after you prayed for me, I saw. Und er sagte, 2 Tage nachdem, später, nachdem du für mich gebetet hast, 2 Tage später konnte ich sehen. How kind of the Lord. Wie freundlich von dem Herrn. It was just as well. It didn't happen while I was there. Otherwise I might have thought, ich bin froh, dass es nicht passiert ist, wäre New nicht ministry. Da war, sonst wäre ich so stolz gewesen auf meinen Dienst. And what would have happened? There would have been a queue of people waiting for me to pray for them. Und dann hätte da eine ganze Schlange von Leuten gestanden, die darauf gewartet hätten, dass ich für sie bete. You got some blind stories? Okay, ich habe eine Blindengeschichte. Als wir unseren Dienst in Tibet angefangen haben, hat eine von meinen Teenager-Mädchen für eine alte Bettlerin gebetet, die blind war. Und ihre Augen wurden aufgetan und wir haben das später auch nochmal bei einem unserer Kinder erlebt, dass auch ein blindes Auge geöffnet wurde. And our teenagers have prayed for the blind. Und unsere Teenager haben für die Blinden gebetet. On 2 occasions, once in Mongolia and once in Philippines. Einmal in der Mongolei und einmal auf den Philippinen. And the one in the Philippines had been a trafficked woman that und, was living in our home. Und die Frau, die auf den Philippinen war, war eine Frau, die aus Menschenhandel kam und die lebte in einem unserer Häuser. And it was the same as the Mongolian one. Und das war die gleiche Geschichte wie in der Mongolei. She thought, I'll just pray for the woman's leg. Und sie dachte, ich bete einfach für das Bein der Frau. And when she prayed for the woman's leg, her eyes were opened. Und während sie für das Bein der Frau gebetet hat, wurden die Augen geöffnet. So you never know what will happen when you pray. So du weißt nie, was passiert, wenn du betest. And you will learn in a minute that sometimes you're praying for one thing and the Lord does something else. Und du denkst, dass du erwartest, dass irgendwas passiert und der Herr macht was ganz anderes. Okay, so next one. Of course that includes other healings. Und natürlich geht es hier auch um andere Arten der Heilung. Release the oppressed. Die Unterdrückten befreien. People are oppressed by poverty, generational poverty. Leute sind unterdrückt durch generationsbedingte Armut. What you've already seen in this country was ihr hier is schon that when you've got hurt people and they don't get healed, even if they believed in Jesus, they're likely to repeat the same problems with their kids. Und ihr werdet hier schon wissen, ihr habt erlebt, dass Leute, die verwundet sind und verletzt sind und nicht geheilt werden, dass sie ihre Verwundungen und Verletzungen an ihre Kinder weitergeben. So addicts live with people, give birth to the wrong child, the child grows up, becomes an addict, has an illegitimate baby, it just goes on. So die Drogenabhängigen werden nicht frei und haben Kinder, deren Kinder werden wieder Drogenabhängige, haben uneheliche Kinder und der Kreis geht weiter. And it's our job to release them from whatever has oppressed them, whether it's a demon or some generational curse. Und es ist unser Job, sie freizusetzen, egal was passiert ist, ob es Dämonen sind oder ob es irgendein Generationsfluch ist. This may take some time, by the way. Und das kann Zeit brauchen. Getting people free of actual physical addiction is the easiest part of the job. 3 to 10 days, easy. Der einfachste Ding, Leute aus Bindungen und easy. Rauszubringen, ist 3 Tage. Das ist okay. Sehr einfach. If you take pictures of me, I shall stop. Wir hatten einen Bruder bei uns, der war notorisch im Lügen. Und dann, als wir für ihn gebetet hatten, und da kam ein Dämon vom Lügen weg und von der Angst, und dann hat er nicht mehr gelogen nachher. Thank you very much. It takes a longer time to hear from the Lord why this person took drugs in the first place. And that's where the really great healing is needed, and we need to be listening. Aber es braucht dann noch mehr Zeit, um herauszufinden und zu hören, warum war diese Person überhaupt in Drogenabhängigkeit. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann fängt der Prozess der Heilung wirklich an. And then Jesus said to proclaim the year of the Lord's favor. This is like Jubilee. Und dann hat Jesus gesagt, dann hat er das Gnadenjahr des Herrn verkündet. Das ist das
Jubilee-Jahr. That's every 50 years, everything came right. You got your house back, you got your family back, you were released from your debts. Das ist, was you alle, got off work for a year. Das ist, was alle 50 Jahre passiert. Deine Schulden wurden verlassen, dir erlassen, du hast dein Haus zurückbekommen, du hast ein ganzes Jahr frei bekommen. It's a picture of the kingdom of God. Es ist ein Bild des Reiches Gottes. And then Jesus said, today this is fulfilled in your hearing, today. Und dann hat Jesus gesagt, heute, wo ihr das hört, ist es erfüllt. And then, immediately afterwards, if you follow on Luke, he healed the sick, cast out demons. Und dann, wenn ihr im Lukas-Evangelium weitermacht, dann werdet ihr sehen, wie er angefangen hat, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutreiben. Okay, so please don't think preaching the gospel is something to do with words which you've learned in a sermon. That's a tiny part. Und denkt bitte nicht, das Evangelium zu verkünden ist, die Worte einer Predigt anzuwenden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Jesus was the message. He said now, and he set the person free from the demon and healed the sick. That was the good news. Jesus sagte, ich bin die Botschaft, und er ging hin und er heilte die Leute und setzte sie frei, und das war die gute Botschaft. Er war die Botschaft. Later on he sent out 12 and then 72. Und dann hat er 12 ausgesandt und dann 72. And then, und dann in all four gospels he said over to you. Und dann in allen vier Evangelien hat er gesagt, ich übergebe an euch. John 20, 21, as the Father has sent me, I'm sending you. Und Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. And in Matthew's Gospel it says, go into all the world and teach them to obey everything I have said and done. Und in Matthäus sagt, er geht in alle Welt und lehrt sie halten, was ich euch gelehrt habe. Okay, so if you responded to the call to be a pilgrim and be a missionary, you're going to have to start practicing, and we're going to do that. Und wenn du gestern Abend right now aufgestanden bist, um deine Pilgerreise anzufangen, dann wirst du jetzt trainiert werden, wie das losgehen kann. At the end of Mark's gospel was another way when he said go into all the world. Am Ende von Markus gibt es eine andere Beschreibung, wie er sagt, geh in alle Welt. And he said these signs will accompany those who believe. Und er sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. So you can call them signs of the kingdom. So ihr könnt sie Zeichen des Königreiches nennen. So the kingdom comes in part. Das Reich kommt in Teilen. That's a sign of the coming kingdom. Und das ist ein Zeichen des kommenden Königreiches. And the kingdom comes fully when Jesus comes back. Und das Königreich kommt and we reign with him. Kommt in Fülle, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm herrschen werden. So we live in the sometimes and hopefully a little bit more often. Und deshalb leben wir in einer Zeit und hoffentlich das sehr oft, while we wait for the coming kingdom. Wo wir auf das kommende Königreich warten. And expect the signs, that's what I said yesterday. Und wir erwarten diese Zeichen, das habe ich gestern gesagt. So we're going to do a little demonstration right now. So wir machen jetzt eine kleine Demonstration dessen. Okay, so Daniel, we prayed before and we asked for some words of knowledge. Wir haben vorher gebetet und wir haben um ein paar Worte der Erkenntnis gebetet. I'm going to teach you how to get these in a minute. Ich werde euch in einer Minute zeigen, wie man diese bekommt. Okay. Now words of knowledge are when the Lord reveals to us through the Spirit something that we did not know, and it's not a party game. Ein Wort der Erkenntnis, also ein Wort, wenn der Herr uns zeigt etwas, was wir vorher nicht wissen konnten, und das ist kein Partyspiel. It's not, oh, how clever that person knows all about me. It's so we can do something about it. Und es ist nicht, dass wir denken, oh, wie klug diese Person, was die alles über uns, mich weiß, sondern es geht darum, was können wir mit deinem Problem tun? Okay, so here are three of the words we got. Hier gibt es drei Worte, die wir bekommen haben. We need another mic.
Also ist jemand hier mit einem rechten Hand Schmerzen des rechten Handgelenk. Wait a minute. Okay. Could that person please, would you mind very much coming forward? There's two of you, I think. All right. One more word. Oh, we've got three people. My goodness. Ho, ho, ho. My goodness. Well, let's stick with that. We'll do the others later. All right. Wir machen die anderen später. Oh, no, I don't want four. We'll pray for you later. Three. Yes? Now, I promise you, we're not putting the camera on you. Ich verspreche euch, die Kamera ist jetzt nicht auf euch gerichtet. This is a practice. This is not a show. So, das ist jetzt eine Übung, das ist keine Show. And when you're praying for someone, you must respect them. Und wenn ihr für jemanden betet, dann müsst ihr die Leute erstens respektieren. Okay, so I'll get Christiane on one person, so that would be better if it's a lady. Okay, ich bete für eine. Okay. We don't, my team, we don't have one more lady, so Daniel, will you go to another one, please? Also, weil unser Team nicht noch eine Frau hat, Daniel, könntest du and, zu einer Person gehen? Bitte? And Andrew, will you go for another? Und Andrew. Okay, no. Oh, we shouldn't be four people, I'm sorry, we'll pray for you later. Okay, Entschuldigung, wir können gerade keine vier sein, wir beten nachher für dich, ja? Okay, so this is just a little demonstration. Also nur eine kleine Demonstration. Now in John 5, in Johannes 5, Jesus said, I only do, in verse 17, what the Father is doing. Sagt Jesus in Vers 17, ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. This is Jesus. Jesus. Now he said, unless the Father is working, the Son can do nothing. Und Jesus sagt, wenn der Vater nicht wirkt, der Sohn kann nichts von alleine tun. So the Son does what the Father is doing. Also der Sohn tut das, was der Vater tut. Okay, now that the good thing is, it lets you off the hook. Also das Gute ist, du kannst dich entspannen. You haven't got to work and oh, in Jesus' name, be healed, be healed. Du musst Nothing es nicht happened. Erarbeiten und sagen, in Jesu Namen sei geheilt, geheilt. Unless the Father is doing it, you can't do it. Es sei denn, der Vater tut es, du kannst es nicht tun. So, no, I haven't asked you to start yet. Also ich habe noch nicht gesagt, Please dass ihr wait. Anfangen sollt. Please wait. Wartet bitte. I'm going to give you some assistance. Right? We're equipping people. We're not, this is not an expert show. Also wir wollen ja die Leute trainieren und nicht eine Expertenshow okay, so haben. I'd like two people to accompany each one and I only want people who've not prayed for the sick before. Und ich möchte, don't want any expert ministry team people, ich möchte please. Zwei Leute haben, die nach vorne kommen, um hier mitzumachen, die bitte noch nie für Kranke gebetet haben. Je zwei Leute. Come on. Thank you. Und ihr habt noch nie für Kranke gebetet vorher. Good. To each. All right, team, Daniel and team members, find out that your team members' names. Also bitte fragt in eurem Team die Namen von eurem Teammitarbeitern. Ask the person you're praying for their name. Und fragt diejenige nach ihrem Namen, für die ihr betet. Got that? Habt ihr gemacht? Oh, we want one more. One more lady, please. Noch one more Frau, lady. Die noch one more lady. Gebetet hat. One more lady. One Eine more lady, Frau, volunteer. Gebetet hat, freiwillig. You're all too expert, I can see this. Ihr seid alle schon zu sehr Experten. See, I don't ja? want the experts, because they've learned to talk too much. Also wir wollen ja keine Experten, die haben gelernt, zu viel And zu reden. And the important thing about this ministry is listening. Weil das Wichtige bei diesem Dienst ist So I don't want zuzuhören. You to start counseling instead of listening. Und ich möchte nämlich nicht, dass ihr gleich losbetet, bevor ihr nicht gehört habt. Good, good. Wunderbar. Our drug addicts, when they meet Jesus, they prophesy about 5 minutes later. They don't know they're prophesying, by the way. Also unsere Drogenabhängigen, sie können 5 Minuten später prophezeien, sie wissen das aber nicht, dass sie das dann tun. And they often pray for the sick and the sick get healed and they're still on drugs. Und sie beten oft für die Kranken und die Kranken werden geheilt. That's just kind God, isn't it? Und Gott ist einfach freundlich. It doesn't mean to say they're not going to deal with their drug problem. It just means the Lord will use anyone who's available. Also nicht, dass sie sich nicht auch noch um ihr Drogenproblem kümmern müssen und Heilung erleben,
Aber Gott ist nicht abhängig davon, ob du durch bist oder nicht. Now, the reason I suggested you came forward is that you need to be looking and the camera isn't at also, these people. Warum ich wollte, dass ihr näher nach vorne kommt und hier sitzt, damit ihr seht, was hier vorne geschieht, Jesus, weil die Kamera nicht auf die Leute gerichtet ist. Only does what he sees the Father doing. Und Jesus tut ja nur das, was ihr den Vater tun seht. So we are going to learn to work with the Father. So the first rule is, also wir lernen jetzt mit dem Vater zusammenzuarbeiten und deshalb ist die erste Regel. And inside you're saying, oh God, I can't do this, please help, please help, please help. Und innerlich sagst du vielleicht, Herr, das kann ich nicht, bitte hilf mir. That's good. Das ist gut. You don't need to say it out loud. Du brauchst es nicht laut okay, zu sagen. Okay, will you do this, please start. Könnt ihr das bitte machen und anfangen? So, please, Andrew, I want to see this person. Don't stand so nobody can see. That's all right. It's easy to arrange this. Und stellt euch bitte so hin, dass wir euch sehen können. Now, do you know how to see what the Holy Spirit is doing? Wisst ihr, wie man sieht, was der Heilige Geist tut? Oh no! Oh no! 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 That, tell her to close her eyes, please, Daniel. Okay, okay, now, Gebet empfangen, schließen bitte die Augen. And it's helpful if they open their hands, it's not a role. Und es ist hilfreich, wenn die Gebetempfangenden ihre Hände öffnen, aber es muss nicht sein. By the way, in this ministry they're not going to fall over. Übrigens, bei dieser Art des Dienstes werden sie nicht einfach umfallen. We might have to do some more healing. Weil da müssen wir noch ein bisschen mehr für Heilung beten. We want to see them healed. And if people fall over, I'm not sure if they've been healed. They've had an experience, that's all. Wir möchten doch gerne, dass sie Heilung erleben. Und wenn sie umfallen, bin ich mir nicht sicher, dass sie danach geheilt sind. Sie haben dann einfach eine Erfahrung gemacht. Okay, now, if you were looking. Also wenn ihr zuschaut. You're too far away over there. Ihr seid da hinten noch ein bisschen weit you, weg. You need kommt to get doch mal out näher. Of your seats and steht auf aus den Reihen und kommt see. Ein bisschen näher. Can you see? Okay, so, yeah, I can see the Holy Spirit coming upon this person. Und ich kann sehen, wie der Heilige Geist auf diese Person kommt. Can't explain it. Ich kann es nicht erklären. You just have to practice. Man muss einfach praktisch werden. And you'll get his eyes. Und dann werdet ihr seine Augen empfangen. Right, they haven't said anything yet. Und sie haben noch nichts gesagt. But they do know what the problem is. Aber sie wissen, was das Problem ist. Okay, now what the team should be doing, was das Team jetzt tun sollte, is asking the Lord for pictures, den Herrn um Bilder bitten, or words or impressions, oder Worte oder Eindrücke. And sometimes we might be praying for somebody's knee. Manchmal beten wir vielleicht für das Knie von jemandem. And the Lord says they're worried about their son's exams. Und der Herr sagt, aber die machen sich Sorgen um die Prüfung des Sohnes. So that's why we have to listen. Und deshalb müssen wir zuhören. And the knee was just a way of the Lord getting them forward for prayer. Und das Knie war einfach nur vom Herrn ein Mittel, die Leute nach vorne zu bringen. And when you pray about the son, the knee gets better. Und dann betest du vielleicht für den Sohn und das Knie wird plötzlich besser. Got it? Habt ihr verstanden? And this is so fun. Das macht you so see, Spaß. Yeah. Can you see? Könnt ihr sehen, was Can passiert? Now the team should be talking to each other. Also das Team sollte untereinander kommunizieren. So you look at the others and you say, have you got anything from the Holy Spirit? Und dann schaust du den anderen an, hast du was vom Herrn bekommen? And they say, no. Und dann sagen sie, nein. That's fine, don't say anything. Deshalb sagst du besser nichts. Put your hand out. Du legst die Hände auf. Now you've already asked the person, is it okay for me to touch you? Du hast ja schon die Person gefragt, ist es okay, dass ich dich berühre? Don't push them, please. Also leg ihnen das nicht auf, sondern frage vorher. And please do not massage them. Und massiere den anderen nicht. Yes. And if they're crying, do not comfort them. Und wenn sie weinen, tröstet sie nicht.
We want the Holy Spirit to minister. We don't want your human spirit to make everything better. Wir möchten, dass der Heilige Geist tröstet und an ihn wirkt und nicht, dass wir ihn menschlich helfen. Okay, now this is really important. Und das ist wirklich wichtig. Because you see, sometimes we can get in the way of what the Lord is doing. Weil wir uns manchmal in den Weg stellen können von dem, was der Herr tut. If you see the Holy Spirit doing something, you could say, oh, more Lord, I like that. Und wenn ihr seht, wie der Heilige Geist am Wirken ist, dann könnt ihr sagen, mehr, Herr, das ist gut. What's happening over here? Was geschieht hier? One reason I'm asking the team to keep their eyes open. Ein Grund, warum ich das Team immer bitte, die Augen offen zu lassen. Is you know if somebody needs to sit down or if they need a tissue. Um zu sehen, ob sich jemand vielleicht hinsetzen muss oder ein Taschentuch braucht. If you keep your eyes shut and do a very long prayer, they may be somewhere else. Wenn du deine Augen geschlossen hältst und lange betest, sind die Leute vielleicht schon wieder weg oder umgefallen. These are dear people, they're not ministry objects. Und ihr Lieben, das ist, sind keine Optionen im Dienst. Okay. So I suggested that that gentleman could sit. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass dieser Herr sich hinsetzen kann. You know, healing is healing, it shouldn't be suffering. Heilung ist Heilung und es sollte nicht mit Leid verbunden sein, Heilung zu empfangen. Yeah, now we can see the Holy Spirit coming. Can you? Und jetzt können wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt. More and more. Wie er immer mehr wirkt. Sometimes you can see somebody breathing deeply. Manchmal kannst du sehen, wie jemand anfängt tief zu atmen. Sometimes you just say a word like toothbrush. Manchmal sagst du vielleicht einfach nur ein Wort wie Zahnbürste. And they begin to cry because it means something to them, not to you. Und dann fangen sie an zu weinen, weil es für sie eine Bedeutung hat, nicht für dich. Okay, so Christiana, have you got any sense of where you're going right now? Good. Christiane, spürst du irgendwie, in welche Richtung es geht? This looks super. Sieht gut aus. Super, super. We're not going to give them too long. Wir werden ihnen nicht zu viel Zeit geben. We will have some more time later. Wir werden später noch ein bisschen mehr Zeit dafür haben. That's good. Now you see Daniel is training the other two. Also Daniel trainiert die anderen beiden jetzt. I never pray for the sick alone. Ich bete nie alleine für die Kranken. I have two fears. Ich habe zwei Ängste. One fear is they won't get healed because I'm not very good at it. Die eine, dass die Person nicht geheilt wird, weil ich bin nicht sehr gut da drin. So I, you know, if I could have two or three other people, the chances are a bit higher. Also wenn zwei oder drei noch mitbeten, sind die Chancen ein bisschen höher, dass was passiert. And the other fear is that they will get healed. Und die andere Angst ist, dass sie tatsächlich Heilung erleben. You know, then all of Berlin will queue up. Weil dann ganz for me Berlin to lay hands on them all and I, Schlange stehen würde bei mir, bitte leg mir auch die Hände auf und das habe ich nicht really die Kapazität. Scary. Und das würde mir sehr viel Angst einflößen. I'm here to make sure you get equipped to do the job. And if you already have a little experience, always take someone with you and talk them through it. Train them on the job. Und deshalb bin ich hier, um euch zu trainieren, dass ihr selber da hineintreten könnt und beten könnt. Und wenn ihr schon betet für Kranke, dann nehmt andere mit hinein und lehrt sie darin. If you can't think of anything to say, und wenn dir nichts einfällt, was du sagen könntest, always pray the cross. Dann bete einfach immer über das Kreuz. It's by the cross that we're forgiven. It's by the cross that we can be set free. Durch das Kreuz haben wir Vergebung, Freisetzung. There's provision for all our sicknesses. Und es ist Versorgung für all unsere Krankheit dort. And you could try this. Und du kannst das probieren. Blessing someone. Jemanden zu segnen. So I'll give you some language. Ich mach das mal, ich
Setz mal Sprache dazu. Beispiel. What's your name? Karen. Keep your eyes, please, closed. Karen, I bless you. Karen, ich segne dich. I bless you to know that you're not the last in line. Ich segne dich, dass du weißt, du bist nicht die Letzte in der Schlange. You are the firstborn. Du bist die Erstgeborene. I bless you to know. Ich segne dich, dass you du weißt, are the apple of God's eye. Dass du Gottes Augapfel. You are so special. Du bist so you are so loved. Du bist so geliebt. Now I'm going to ask her a question. Jetzt muss ich ihr eine Frage stellen. You can open your eyes, Karen. Did any of those words mean anything to you? Hatte irgendeins dieser Worte eine Bedeutung für dich? Yes? Ja. Do you want to tell us? Yes, that I'm his, the apple of his eye and important to him. Also, dass ich sein Augapfel bin und dass ich ihm wichtig bin. What was your growing up experience? Was war deine Erfahrung, wie du groß geworden bist? I have a brother. He's 2.5 years older, and he never liked me. He always pushed me back. Ach so. Also ich hatte einen Bruder 2.5 Jahre älter, und er hat mich immer so ein bisschen abgelehnt. Now most people have never had a blessing. Viele Leute, die meisten hatten noch nie einen Segen. Some of the worst people to pray for are pastors. Und ich, manchmal ist es am schwierigsten für Pastoren zu beten. Oh Lord, you know I'm an unworthy sheep. You know I'm an unworthy lamb. Oh Lord, you know I. You know they, I said, please stop the unworthy prayers. Ja, Herr, du weißt, ich bin ein Unwürdiger, dies und das und jenes. Und ich sage mal, halt, stopp, hör auf mit diesen Gebeten. Du bist unwürdig. And receive the blessing of the Lord. Und empfange einfach den Segen des Herrn. They've never been blessed. Sie sind nie there wirklich are so many who worden. Are driven. Sondern so viele, die getrieben sind. Have you blessed her yet? Have you blessed her yet? Okay, do some of that. Right. How are you getting on? How are you getting on? Oh, good. 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 So you can ask the person, how are we getting on? Also du kannst dann den Beter fragen, wie kommen wir voran? This is what Jesus did with the blind man. Und Jesus hat es genauso gemacht mit dem Blinden. How are you doing, he said. Er hat den Blinden gefragt, wie geht's And dir? The man said, Und der Mann sagte, well, I can see men, but they look like sort of fuzzy trees. Ich sehe Menschen, aber irgendwie sehen die aus wie Bäume. Thank God he hadn't been taught to say, in faith I can see. He told the truth, so tell the truth. Preis den Herrn, dass er nicht gelehrt worden ist, im Glauben sehe ich sie, sondern er war einfach wahrhaftig. When you're being prayed for, you don't have to make the people who are praying for you feel good, right? Also wenn du Gebet empfängst, musst du nicht die Beter, musst du nicht dafür sorgen, dass die Beter sich gut fühlen. So I'm going to ask these people to wind up. They could go on for 30 minutes, I know. Also ich werde die Leute jetzt bitten, zum Ende zu kommen. Ich weiß, sie könnten noch 30 Minuten weiter beten. And if they haven't finished, we're all going to pray for the sick later. So they Und falls can go sie noch on. Nicht fertig sind, wir werden nachher okay. alle für die Kranken beten, dann können Want sie weitermachen. Just say a little of what's happened? Erzählt einfach ein bisschen von dem, was passiert ist. Okay, es hat angefangen mit der Hand, aber es ging dann eigentlich da rein, dass sie sich sehr am Anschlag fühlt und Ruhe braucht. Und ich hatte zwei Worte, die ich genommen habe, auch stückweise aus dem, was die anderen beiden an Eindrücken hatten. Und das eine Wort war, dass der Vater kommt und sie durch die Luft wirbelt. Und sie hat gesagt, das war genau das Erlebnis, was sie hatte, als sie sich bekehrt hat. Und was war das andere? Oh, sich hinter einem Busch verstecken zu wollen und eigentlich nicht gesehen zu werden, um zur Ruhe zu kommen mit Gott und nicht des Menschen an ihr. Ich will nicht sagen saugen. Okay, sagen. Well,
Christiana, what were you praying for originally? Hand. Hand. She okay. fall down with her hand. Okay, how is the hand? Im Moment. Also am Anfang ging es um die Hand. Und jetzt ist die Frage, wie geht's der Hand jetzt? Ist noch nicht wirklich eine Veränderung zu spüren, aber das kann ja noch kommen, wenn ich Ruhe habe. Okay. Right, we'll go on praying for you. Wir werden noch für dich weiterbeten. Später. Okay. So most healings are gradual. Don't say it didn't work. Die meisten Heilungen sind ein Prozess. Sag nicht, es hat nicht funktioniert, sondern geh erst mal weiter. The worst thing with big healing meetings is the person who doesn't get healed, and then they think, oh, I didn't have enough faith. Das Schlimmste in großen Heilungsveranstaltungen ist, wenn für jemanden gebetet wird, er nicht geheilt wird, und dann denkt er, oh, mein Glaube war nicht ausreichend. You must love them on Monday and Tuesday. Es ist wichtig, diese Person auch am Montag zu lieben, am Dienstag zu lieben. That's part of how they will get better. Und sie zu begleiten, und das ist Teil des Heilungsprozesses. Instant healings are miracles. Schlagartige Heilungen sind ein Wunder. How are you doing? Oh, quick, you have to get on. All right. Also, sometimes people will say, like that person did, when you prayed for me, I felt warm there. Manchmal werden Leute, wenn du für sie betest, wie in diesem Falle, sagen, ich habe gespürt, wie es hier warm wird. And so, if they say that, you think, oh, good. Und wenn sie das sagen, kannst du sagen, please, ja, gut. Lord, do more of that. Herr, mehr davon. So, you're working with the Father. Und du arbeitest mit dem Vater zusammen. That's what he's doing. Und das tut er. Now, please remember, there's no failure. Und erinnert euch dran, ihr könnt nichts falsch machen. When you pray in the name of Jesus, wenn du betest im Namen Jesu, there's always an increase of Christ. Empfangen die Person immer etwas mehr von Jesus. So, are you ready to wind up yet? Könnt ihr so langsam auch zum Ende kommen? Okay. How is your hand? Wie geht es deiner Hand? Thank you. I would like to see this is good. It's still hurting a bit. But I'm confident. You weren't. Also es ist besser, es tut noch ein bisschen weh, aber ich bin sehr zuversichtlich. You really good sport. Can we go on praying for you later? Können wir für dich nachher noch weiterbeten? Thank you. Right, Daniel, go and help. Okay, so I'm going to go on with some of the teaching so that also ich werde ein bisschen mit der Lehre weitermachen. You will know how to get equipped. Damit ihr dann wisst, wie ihr zugerüstet werdet. Okay. Thank you. Karen. Danke, Karen. The apple of his eye. So we're now going to look at spiritual gifts to help you in the healing. Wir gucken uns jetzt Geistesgaben an, die bei euch bei der Heilung helfen. Now, the ones we're looking at are going to be in 1 Corinthians 12. Die Gaben, die wir uns anschauen werden, findet ihr alle in 1. Korinther 12. If I'm doing the 30-hour seminar, I would go over all the other places in Scripture which seem to be talking about spiritual gifts. Wenn ich dieses 30-Stunden-Seminar machen würde, dann würde ich über alle die anderen Stellen in der Schrift gehen, die von diesen Geistesgaben sprechen. And that's why people are so muddled. Und deshalb sind Leute nämlich so verwirrt. 1 Corinthians 12, 1 says, I do not want you to be ignorant about spiritual gifts. 1. Korinther 12, Vers 1 sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid über die Gaben des Geistes. Now, there are very many spiritual people who are spiritual but ignorant about spiritual gifts. Es gibt viele geistliche Menschen, die sehr geistlich sind, aber unwissend sind über Geistesgaben. Okay. All amen receive the power of the Spirit and speak in tongues on the day they get born again. Jede einzelne Person kann die Gabe des Sprachengebets empfangen an dem Tag, wo ihr wiedergeboren werdet. They are not yet
at all spiritual and they haven't grown any fruit. Sie sind überhaupt nicht geistlich und sie haben auch noch gar keine Frucht gebracht. So please do not admire people who are gifted spiritually. They're gifts, they're not awards. So bitte bewundert nicht Leute, die Geistesgaben benutzen. Sie sind Gaben, sie sind keine Verdienste. And in previous generations there have been spiritual giants who were ignorant about spiritual gifts. Und just because in their church it wasn't practiced. In früheren Generationen hat es Giganten im Glauben gegeben, die komplett ignorant waren über Geistesgaben. Und das war einfach, weil in ihren Denominationen das kein Thema war. If I am to choose between a man who is full of the Spirit and has spiritual fruit and somebody who is gifted in power, I'm going to choose the first man. Wenn ich dazwischen wählen muss, zwischen jemandem, der im Geist ist und Frucht des Geistes zeigt und jemandem, der Geistesgaben benutzt und Kraft hat im Heiligen Geist, ich nehme den, bei dem ich die Frucht des Geistes sehe. But we're living in a time and in a day now where we can be filled with the Spirit, and it says in Ephesians, go on, go on, go on, being filled. It's present continuous tense. Aber wir leben in einer Zeit, wo es in Epheser sagt, bleibt darin gefüllt zu sein. Es ist die kontinuierte Form des Verbs, in der Verlaufsform des Verbes, in der hier gesprochen wird. So we're continually filled with the Spirit and we should be demonstrating fruit. So wir sollten immer wieder gefüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und wir sollten permanent Frucht bringen. And it's the fruit that attracts people. Und es ist die Frucht, die die Menschen anlockt. Be beginning to look a bit like and talking a bit like and behaving a bit like Jesus. Aber wir sollten auch ein bisschen anfangen auszusehen und uns so zu verhalten, dass wir so aussehen wie Jesus. Anointing comes once. Salbung kommt einmal. And you should know after today if you have been anointed or not. Und nach heute solltet ihr wissen, ob ihr gesalbt seid oder nicht. Once. Einmal. After you've been anointed, then you have to exercise the gifts that he gives you from time to time. And if you don't, nothing will happen. It means you were anointed, past tense. And that was great, but it's not much use. Und wenn ihr gesalbt seid, dann solltet ihr anfangen, die Gaben, die der Geist euch gibt, von Zeit zu Zeit zu benutzen. Wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr sagen, ihr wart gesalbt, aber es ist nichts passiert. Okay, so in 1 Corinthians, let me find chapter 14. 1. Korinther 14. Paul says, eagerly desire spiritual gifts. How is he doing? Yeah? The pain hasn't... Will you go and pray for him later? Thank you. You verse 1? You didn't fail. Sometimes when we're praying for healing, there are layers. Manchmal, wenn wir für Kranken beten, dann gibt's Lagen, Schichten. And God goes deep into places in our heart so we can receive his healing. Und Gott geht tief in die Schichten unseres Herzens, sodass wir die Heilung empfangen können. Okay, so 1 Corinthians 14, eagerly desire spiritual gifts. 1. Korinther 14, Vers 1, und bemüht euch um die geistlichen Gaben. Chapter 14, verse 12, if you're eager to have spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the church. Okay, in Vers 12 heißt es, so auch ihr, weil ihr euch um geistliche Gaben bemüht, euch danach sehnt, trachtet zur Erbauung der Gemeinde danach, dass ihr alles reichlich habt. And at the end of chapter 12, verse 30, und am Ende von Kapitel 12, 31, Vers 31, eagerly desire the greater gifts.
Strebt auch nach den, hier steht, besseren oder größeren Gaben. Okay, I'll give you 1 minute to talk to your neighbor. Ich gebe euch eine Minute, ihr könnt mit eurem Nachbarn sprechen. If we are to eagerly desire the greater gifts, what do you think the greater gifts are? So, was meint es, wenn es heißt, dass wir uns danach ausstrecken sollen, die größeren Gaben zu empfangen? Was sind die größeren Gaben? No, 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 talk to your neighbor, please. Sprich mit deinem Nachbarn. Yes, thank you. What are the greater gifts? Was sind die größeren Gaben? Okay, right. Okay. Right. Do you want to have a go? What do you think? Was denkst du? Yeah, no, I want to know what you think is the greater gifts. Thank you very much. Er denkt, es ist Prophetie. No, no, he says the gifts that are useful. Okay, die Gaben, die nützlich sind. Yes. So if somebody's sick, wenn jemand krank ist, what would be a good gift to ask for? Was wäre dann eine gute Gabe, um die wir bitten sollen? Gift of healing. Heilung. Okay, by the way, nobody has the gift of healing. Übrigens hat niemand die Gabe der Heilung. It comes and it goes. Es kommt und es geht. All the gifts except the gift of tongues are temporary. Alle Gaben außer der Gabe des Zungengebets sind nur zeitweise. I'm talking about the power gifts in chapter 12, which we're going to go over. Ich rede von den Kraftgaben in Kapitel 12, durch die wir durchgehen werden. Okay. Nobody always heals the sick. There's not a man on the earth. Niemand heilt alle Zeit die Kranken. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das tut. The only one that got 10 out of 10 was Jesus. Der einzige, der 10 von 10 geheilt hat, war Jesus. How and why? How and why? Und warum? Wie und warum? Because he's listening to Papa. Weil er dem auf seinen Vater gehört hat. And Aber to this one he says, pick up your bed and walk. Und zu dem sagt er, heb dein Bett auf und geh. That's all. Alles. No long counseling advice. If you pray more, things will come right. Please don't counsel. Kein langes Seelsorgegebet. Bitte seelsorgt nicht. We want healing, not good advice. Wir wollen Heilung, keinen guten Ratschläge. Okay. Another man, he said, go and sin no more. Zu einem anderen sagt er, geh und sündige nicht mehr. And to one man who'd been sick for years and years and years, he said, do you want to get well? Und zu einem Mann, der seit Jahren krank war, sagt er, willst du überhaupt geheilt werden? Sometimes when I'm sick, people offer to pray for me. Manchmal, wenn ich krank bin, dann bieten mir Leute an, für mich zu beten. I don't want them to pray for me. I want an excuse to have a day off. Und ich will gar nicht, dass die beten. Ich möchte eine Entschuldigung haben, dass ich mir einen freien Tag nehmen kann. I want to be sick. Ich will krank sein. Well, it's a valid question. Es ist eine berechtigte Frage. By the way, it's a good one for drug addicts. Aber es ist eine gute Frage für Drogenabhängige. Every drug addict has a mother who would come off drugs on behalf of her son if she could. Jeder Drogenabhängige hat eine Mutter, die für ihn durch den Entzug gehen würde, wenn es nur möglich wäre. But he has to want. Aber er muss das tun. So you don't know, everybody's different. So that's why we're going to listen. And if you look at all the Gospels, you'll find that Jesus said hardly anything. All the healings are very short. Very short. Und wenn ihr durch die Evangelien seht, dann werdet ihr sehen, dass Jesus sehr wenig gesprochen hat. Alle die Heilungsworte sind ganz, ganz kurz. Okay, so we're going to go through the greater gifts. So, wir gehen durch die größeren Gaben. By the way, if the German Bible is similar to the English Bible, the editors have made a mistake.
Und ich weiß nicht, ob die deutsche Bibel so ähnlich ist wie die englische Bibel, aber die Herausgeber haben einen Fehler gemacht. At the end of chapter 12 it says eagerly desire the greater gifts. Am Ende von 12 heißt es, bemüht euch, sehnt euch nach den größeren Gaben. Do you then have a little word saying love? Habt ihr dann dahinter das Wort Liebe stehen? Oh good, you don't. No. Right. No. It wasn't there, it's what the editor put in. Das ist dann nämlich nie gewesen, das haben die Herausgeber dahinter okay. gesetzt. Love is not a gift, it's a fruit. Liebe ist keine Gabe, es ist eine Frucht. So the gifts must be used with love. Power gifts and fruit. So we're going to do both. Die Gaben müssen mit Liebe angewandt werden, die Kraftgaben und die Früchte zusammen. Okay, so we're going to go through the nine and then we're all going to pray for each other. We go through. Word of knowledge. Wir gehen durch Worte Erkenntnis. I have put these under headings and we're using this one called the eyes of God. Ich habe den Sachen Überschriften gegeben und wir nennen das hier das Auge Gottes. Okay, please remember there are other lists in scripture, but this is the list which you can all have each one of these gifts from time to time. Okay, bitte erinnert euch, es gibt verschiedene Aufzählungen dieser Gaben, aber das ist die Liste, wo ihr davon ausgehen könnt, alle diese neuen Gaben könnt ihr von Zeit zu Zeit jeder selbst empfangen. Okay, you do not own them, you hold them lightly. Ihr besitzt sie nicht, aber ihr haltet sie lose in der Hand. Now, word of knowledge. Wort der Erkenntnis. All right, so Christiana, give us an example. Zum Beispiel Worte, wo ich Sachen nicht gewusst habe, wo ich eine Krankheit ausgerufen habe und eine Person hat darauf reagiert, ist mir 100-mal passiert. Ein Beispiel war gestern, als wir im vietnamesischen Restaurant saßen. Beim Bezahlen hatte ich plötzlich diesen Gedanken von Migräne in meinem Kopf und ich fragte den Besitzer, ob in seinem Team jemand unter Migräne leidet. Und da waren dann zwei Personen, auf die das zutraf. Und für eine konnten wir beten und ihr von Jesus erzählen. Thank you. Isn't that exciting? Ist das nicht toll? Now, this is called church. So was nennt man Gemeinde. And we're supposed to like one another. Wir müssen einander lieben. Mögen. Which means this is a place you can practice. So hier ist ein Ort, wo ihr üben könnt. And you can make mistakes. Und ihr dürft Fehler machen. If you can't get it wrong, you won't get it right. Wenn ihr nicht die Erlaubnis habt, Fehler zu machen, dann könnt ihr es auch nicht richtig machen. And we deal kindly with one another. Und wir gehen freundlich miteinander um. I've been to South Africa many times and I avoid going to certain places because the men pray for me so heavy, I just feel like I'm going to go through the earth. Blessed be the power of the Holy Spirit. I think, oh God, I hate this. Ich gehe häufig nach Südafrika und ich vermeide es, zu bestimmten Orten dort zu gehen, weil da sind Leute, die beten für mich auf diese Art und Weise, wie sie es gesagt hat. Woo! Und ich habe das Gefühl, die wollen mich fast in die Erde drücken. They're very big men. Und sie sind sehr große Menschen. And then in the middle of me hating it, I say, oh, I'm really sorry. I'm really sorry, God. Please help me to be a good sport. They are trying. Und dann, während sie mich da so eingeschüchtert haben in der Mitte, dann bete ich, oh Herr, ich weiß, die üben ja nur und bitte lass mich hier ein guter Mitspieler sein. So, if you have somebody praying for you and it's not helpful, that's a very good learning experience, isn't it? You'll think, oh, I won't do that to someone. I'll stop and listen instead of jumping in too quick. Und wenn ihr selber erlebt, wie Leute für euch beten und das überhaupt nicht hilfreich ist, dann ist das eine sehr gute Erfahrung, weil ihr wisst dann, solltet ihr es dann nicht machen, dass ihr einfach Leute so volltextet. First time I went to meet John Wimber, I had a bad pain in my back. Das erste Mal, als ich John Wimber getroffen hatte, hatte ich einen schlimmen Schmerz im Rücken. And it's a very long story, but I had 29 hours of prayer because I went to every healing seminar there was.
Sehr lange Geschichte, aber insgesamt hatte ich 29 Stunden Gebet, weil ich durch jedes Seminar durchgegangen bin, was es dort gab. But the extraordinary thing was that one man said to me, "Dear Lord, please bless Jackie's bowel problem." Aber das ganz Außergewöhnliche war, dass irgendjemand sagte, bitte segne Jackies Problem mit ihren Gedärmen. This is nothing I would have mentioned. Das wäre nichts, was ich auch nur erwähnt hätte. Oh well. Okay. After 29 hours, my back got healed. Nach 29 Stunden wurde mein Rücken geheilt. And whoa, we'd covered a whole lot of things during that 29 hours. Und in diesen 29 Stunden sind wir durch ganz viele Sachen durchgegangen. I had the A team, I had the B team, I had the first timers. Everybody had a go at me. Ich hatte das A team, ich hatte das B team, ich hatte die Anfänger. Jeder durfte mal mit mir beten. And I really wanted to be healed, so I kept. Oh, I'll have more. And sometimes I wanted to say, sorry, we did that on Tuesday. Und das war ein sehr langwieriger Prozess. Und manchmal habe ich einfach gesagt, okay, das haben wir schon am Dienstag gebetet. It might be they'd say, do you need to forgive someone? I've done it. Musst du jemandem vergeben? I did it. So you must be careful. Also ihr müsst vorsichtig sein. Because this time it was that person needed to forgive someone. Don't use it again. Zu dem Zeitpunkt musste vielleicht jemand jemandem vergeben, aber benutzt es nicht wieder. It's sometimes the solution. Manchmal ist es die Lösung. Sometimes. Manchmal. Okay, word of wisdom. Wort der Weisheit. Word of wisdom is the solution to a problem. Das Wort der Weisheit ist der Schlüssel, die Lösung für ein Problem. When the minister told me to get onto a ship and pray to know where to get off, that was a word of wisdom. Als der mein Pastor damals gesagt hat, bete, dass du auf ein Schiff gehst und was, dass du weißt, wo du aussteigen musst. Das war ein Wort der Weisheit. And mostly we don't know we've got a word of wisdom. Und meistens wissen wir until somebody says, oh, that was it. Meistens wissen wir überhaupt nicht, dass wir ein Wort der Weisheit hatten, bis jemand dann sagt, oh, genau das ist es. It doesn't sound wise. Weil es nicht klug klingt. When Solomon was faced with two ladies and one baby, als Salomon diese zwei Damen da hatte und das eine Baby, he said, "Give me a sword." Sagte er, gib mir ein Schwert. And I'll cut the baby in half. Und ich schneide das Baby in zwei Teile. And the real mother said, "No. Give it to her." Und die echte Mutter sagte, nee, gib's ihr. That's a word of wisdom. It's not wise. Das ist ein Wort der Weisheit. Otherwise, our social welfare services will all have a sword over the door. Hätten alle unsere Sozial- und Jugendämter ein Schwert über ihrer Tür und sie würden sagen, okay, so schneide das Baby. You probably won't know, but when you're praying over someone later, they'll say, that was exactly the word. Und ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber später werden die Leute euch sagen, das war genau das Wort. So the next one is discerning of spirits. Unterscheidung von Geistern. If I ever come back here, I'd like to do a long session on discerning. Wenn ich jemals hier wieder herkomme, dann möchte ich eine lange Session über Unterscheidung machen. It's a spiritual gift. It's also the least practiced. Es ist eine geistliche Gabe, aber es ist die, die am allerwenigsten eingesetzt wird. Nobody discerns anything these days. Heutzutage unterscheidet niemand mehr irgendwas. That's why we have such a lot of fake news. Und deshalb haben wir so viele Fake News. And discerning has to be practiced. Und Unterscheidung muss geübt werden. The exercise of discerning. The exercise, it's a verb. Wir müssen es einüben. The gift of discerning of spirits comes from time to time, and then you'll know this person is under a spirit of this or a spirit of that. Die Gabe der Unterscheidung kommt manchmal und dann weißt du, die Person ist unter diesem oder jenem Geist. If you think somebody is demonized in any way, please never pray for them alone. Wenn du denkst, dass irgendjemand dämonisiert ist, dann bete niemals alleine für diese Person. And do not pray for them at night time. Und betet nicht für sie nachts. Okay, if somebody's been demonized for years, you can wait till the morning. Wenn jemand seit Jahren dämonisiert ist, dann könnt ihr bis zum Morgen warten. The enemy wants to keep us up. Der
Der Feind will uns wachhalten. Hand of God. Die Hand Gottes. Faith. Glaube. This is a gift. Das ist eine Gabe. This is not general faith. It's a special gift for a special occasion. Das ist nicht allgemeiner Glaube, sondern das ist eine Gabe für spezielle Situationen. Okay, so when you have it, you have it. Wenn du es hast, dann hast du es. You cannot make it happen. Du kannst nicht machen, dass es passiert. So it's not, I'm standing on the word. I believe, I believe, I believe. That will not make it happen. Ja, also nicht, ich stehe auf dem Wort, ich stehe auf dem Wort. It's, das wird nichts passieren lassen. I hardly ever have this gift, but I pray for the sick anyway. Ich habe sehr selten diese Gabe, aber ich bete trotzdem für die Kranken. Once I was praying for a woman on crutches. Einmal habe ich für eine Frau auf Krücken gebetet. And we had a message in tongues and interpretation, etc. Und wir hatten eine Botschaft in Sprachen und Auslegung und so weiter. And I had the gift of faith. Ich hatte die Gabe des Glaubens. So I said to her, throw away your crutches and walk. Und ich sagte, wirf deine Krücken weg und geh. She did. Und sie tat es. She ran. Sie ist gerannt. Oh. Normally, after praying for someone, I say, how are you feeling? Weil normalerweise, wenn ich für jemanden bete, sage ich anschließend, wie geht's dir? Definitely not. Throw away your crutches. Definitiv sage ich nicht, schmeiß die Krücken weg. Try and take a step. und mach einen vorsichtigen Schritt. So it's a gift, right? Es ist eine Gabe. And you can always pray and hope that this time that gift will come along with other gifts. So if there are six of you praying, you might have six different spiritual gifts to help one person get healed. Und ihr könnt immer darum beten, dass mit anderen Gaben diese Gabe des Glaubens kommt. Weil wenn ihr zum Beispiel mit sechs Leuten für eine Person betet, kann es sein, dass eine Person diese Gabe des Glaubens hat. Healing. Heilung. We've talked a little bit about this. Wir haben most, the more you practice praying for the sick, the more you'll see people healed. If you give up after two or three, you won't see anyone getting healed. So go on praying. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und je mehr ihr für die Kranken betet, umso mehr werdet ihr Heilung erleben. Betet nicht nur einfach eins, zwei, sondern betet weiter und ihr werdet es sehen. If you're going on the mission field, you're going to need the gift of miracles from time to time. Wenn ihr aufs Missionsfeld geht, dann werdet ihr die Gabe, Wunder zu wirken, von Zeit zu Zeit brauchen. Our teams have seen food multiplied, actual multiplied. Unsere Teams haben die Multiplikation von Nahrung gesehen. You tell your story. Daniel, quick, quick, we're in a hurry. Also das war, als wir mal kein Essen hatten und dann gingen wir raus fischen. Und wir sind nicht gute Fischer, aber dann war der Staudamm, hat an dem Tag die Schleusen geöffnet und alle Fische fielen auf den Stein unten und wir hatten 34 Riesenfische, die vom Himmel kamen, literally, und hatten Food. Ja. Yeah. Now, good. You get miracles when you need them. If you've got enough money to buy the food, buy it. Ihr bekommt Wunder, wenn ihr sie braucht. Wenn ihr Geld habt, dann kauft das Essen. Okay. Mouth of God. Prophecy. Der Mund Gottes. Prophetie. Okay. This, you've had some experience in this gathering of people calling out words. Ihr hattet in dieser Versammlung Erfahrung ein bisschen mit Leuten, die Worte hatten. Prophecy is for edification, comfort and encouragement. Prophetie ist zur Auferbauung, zum Trost. There are very, very few New Testament examples of foretelling the future. Es gibt sehr wenige neutestamentliche Beispiele, wo Prophetie dafür da ist, die Zukunft vorauszusagen. Sehr, sehr wenige. Apart from famines and stuff like that. Außer Famine. Hungersnöten. Anyway, it's really hearing God's heart for someone, and it always must agree with Scripture. Es ist einfach, dass ihr Gottes Herz für eine Person hört, und es muss immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. It also talks about warning, but when you're starting with prophetic gifts,
Leave out the warnings. Es enthält auch Warnungen, aber wenn ihr am Anfang mit prophetischen Gaben, dann lasst die Warnungen zur Seite. And if you think you've got a warning, go to the leader of the meeting before it starts and tell them it quietly. Und wenn du denkst, du hast eine Warnung, dann geh zu dem Leiter der Versammlung und teile sie ihm erstmal ganz in Ruhe mit. Because pastorally it's their job to deal with people. Weil pastoral ist es deren Job, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. It's not our job to point fingers. Es ist nicht unser Job, mit Fingern zu zeigen. Tongues and interpretation. Zungen und Auslegung. Okay, I'm going to give a message in tongues now. Ich gebe jetzt eine Botschaft in Sprachen. I had this message before we started. Ich hatte diese Botschaft, bevor wir angefangen haben. Now your job. Euer Job. If you've been anointed. Wenn du gesalbt bist. Is to ask for the interpretation. Ist die Auslegung zu bitten. And you may get two words and then you speak them and some more words come. Und vielleicht hast du erstmal nur zwei Worte, du sprichst sie aus und dann kommen noch ein paar Worte. You may get a picture. Vielleicht hast du ein Bild. We had one of our brothers used to read his off a Chinese scroll. I mean, he actually saw that in the spirit. Wir hatten einen Bruder bei uns, der konnte das von einer chinesischen Schriftrolle ablesen. Der sah das im Geist. Okay, so close your eyes. Schließ die Augen. Kelena ma Felena turisch piana. Se ma se mai vela korist se Kelena turisch mian. Now I want someone to come and speak what you heard. Ich möchte, dass ihr kommt und sagt, was ihr gehört habt. Eagerly desire. Sehnt euch danach, das zu bekommen. Ich habe erst das Wort Licht bekommen und dann gleich danach habe ich Licht gesehen. Also über. Okay, I'm going to teach you how to say it. Close your eyes. Close your eyes. Ich bringe dir bei, wie man das sagt. Mach die Augen zu. I'm going to teach you how to say it. Ich bringe dir bei, wie man das sagt. This is a school of prophecy. It's very simple. Es ist eine Schule der Prophetie, ganz einfach. Okay, now I want you to speak the word as if God is speaking to the people here. Ich möchte, dass ihr die Worte so aussprecht, als würde Gott jetzt hier zu den Leuten sprechen. I've come. Ich bringe Licht in deinem Leben. No, close your eyes. Never prophesy with your eyes open, otherwise people look at you. We want our prophecies to be quietly from the floor, not on the stage, concentrating on the prophet. So keep your eyes closed. I'm going to put you into darkness and you call them into light. Come on. Also ich sehe dich und Gott bringt Licht an deinem Leben. Er überflutet dich und er möchte, dass du auf seinen Weg gehst, auf seinen Pfad gehst und dein Licht wird immer heller. Is that good? That's a simple school of prophecy. Das ist eine einfache Schule der Prophetie. And easier for people to receive, right? Und einfacher für Leute so zu empfangen. And let's just have a show of hands. Ich möchte einfach Hände sehen. I know it's biblical, but how many people felt that was really a word from the Lord? Ich möchte einfach sehen, wie viele Leute glauben, das war echt ein Wort vom Herrn. Put your hands right up. Hände hoch. Okay. Discerning. Unterscheidung. That weighs about a third of you put your hands up. Ich würde sagen, vielleicht ein Drittel von euch hat die Hände hochgetan. That weighs quite heavy.
Das, es hat ein großes Gewicht, ein recht großes Gewicht. Some words are for one person, and when you come to pray for the sick, that's what you're going to ask for. Okay. Das ist, wenn ihr für die Kranken betet, um solche Worte betet ihr. Some words are for everyone. Manche Worte sind für alle. The problem with the kind of prophecy that's calling out names is it doesn't include everyone. Wenn ihr anfangt mit Namen zu prophezeien und Namen aufzurufen, dann ist das Problem, es schließt nicht alle ein. And I want you all to ask for words from the Lord when you pray for someone, so everybody gets a word for themselves. Und ich möchte, dass ihr alle betet um Worte, so dass jeder ein Wort bekommt vom Herrn. Okay, now tongues. In Sprachen. This is the only gift you get to take home, and you can use it when you like. Das ist die einzige Gabe, die du bekommst, und die kannst du mit nach Hause nehmen und benutzen, wann auch immer du willst. Tongues in public is from time to time. It's like the rest of the nine. Sprachengebet in der Öffentlichkeit ist manchmal so wie der Rest der neun Gaben. But tongues you get to take home, and here's a secret. Aber das Sprachengebet kannst du mit nach Hause nehmen, und hier kommt das Geheimnis. The more you pray in tongues, the more you'll get the other gifts. Je mehr du in Gaben, in Sprachen betest, umso mehr bekommst du die anderen Gaben. Our brothers hardly ever speak in public in tongues, but they all pray every day in tongues. That's why they get prophecies, words of knowledge, words of faith, etc. Unsere Brüder beten fast nie in der Öffentlichkeit in Sprachen, aber sie beten täglich für sich selber in Sprachen, und deshalb bekommen sie Prophetie, Worte der Erkenntnis und all die anderen Gaben. Okay, so I want you all to stand up quickly. Ich möchte, dass ihr alle aufsteht. We're in a desperate time. Wir sind hier unter enormem time challenge here. Okay. Would you please, if you have not yet received the gift of tongues, walk into the aisle. Wenn ihr noch nie das Sprachengebet empfangen habt, geht in den Gang. Irgendwo auf der Seite in den Gang. Okay. This is one of the signs of being anointed. It's not the only one. Es ist eines der Zeichen von Salbung. Es ist nicht das einzige. If you've ever spoken in tongues, you have been anointed, and you better stir it up. Wann immer du jemals in Sprachen gebetet hast, bist du gesalbt, und du bleibst dabei, das in dir wach zu halten. Okay. Are there many people standing there? Stehen da viele Leute? Okay. Anybody over here? Steht da jemand auf der Seite? Okay. Einer. Now I'm going to tell you how to pray for people, and everybody can receive this gift at conversion, by the way. Und ich bete jetzt, ich erkläre euch, wie ihr für diese Leute betet und wie jeder selbst bei der Bekehrung diese Gabe empfangen kann. The people who find it hardest are educated men. Die Leute, die es schwierig finden, sind sehr gebildete Leute. Because they're trying to, as they speak, they say, oh, this seems silly. Well, it is a foolish gift. Weil die denken, wenn sie drüber nachdenken, das ist richtig albern. Und ja, es ist eine alberne Gabe. I think it's why it often comes first. Und deshalb kommt es oft zuerst. So when you pray for somebody, Daniel, will you go over there? With that lot. And some people who'd like to pray for people to receive tongues, go with Daniel. Go with Daniel. Die ihr lernen wollt, wie man für Leute betet, um Sprachen zu empfangen, ihr könnt mit Daniel darüber gehen. Okay, so do you mind going that side? It's easier. Where this is what ministry teams ought to be able to do, by the way. So ministry teams sollten bereit sein, sowas zu tun. Okay, this is how to pray. So beten wir. Daniel, don't start yet. Daniel, fang noch nicht an. You must let people know it doesn't just happen. Du musst Leuten sagen, es passiert nicht einfach. The people that find this the hardest are Pentecostals, because they're waiting for it to go. Die Leute, die das am schlimmsten finden, das zu empfangen, am schwierigsten sind Pfingstler, weil sie denken, es kommt wie so ein Wirbelwind über sie. If it took you over, it would be demonic. Wenn es dich umhauen würde, dann wäre es dämonisch. If words shot out of your mouth, it would be demonic or spiritistic. It is not Christian. Und wenn die Worte, we are in control. Wenn die Worte einfach aus deinem Mund rausgeschossen wären, dann wäre es dämonisiert oder üble Geister, weil wir sind in Kontrolle. The spirit of the prophets is subject to the prophets. Der Geist ist dem Propheten untertan. We can start or stop.
Wir können anfangen und aufhören. We have no excuse to be rude in somebody else's meeting. Wir haben keinen Grund, uns schlecht zu benehmen in anderer Leute Meeting. So, you people who are going to pray with them, ihr, die ihr mit ihnen betet, I would like you, I'm going to make a prayer that the promise of the Father will come upon them, because it's a promise. Ich werde ein Gebet sprechen, dass die Verheißung des Vaters auf sie kommt, weil es ist eine Verheißung. And then I'd like you each to lay hands on those people lightly. Please do not massage them or hug them or hit them or. Und dann möchte ich, dass ihr ganz leicht die Hände auf die Leute auflegt. Also bitte massiert sie nicht oder streichelt sie nicht oder ja. And then, if you're praying for somebody, I'd like you to lia koreshe, begin to speak with your voice. And then, when you pray, when you pray for them, you speak with your voice. Okay. Oh yes, sorry. Yes. Okay, und wenn ihr anfangt für sie zu beten, dann sprecht ihr mit eurer Stimme leise in Sprachen and oder hörbar in Sprachen. The person being prayed for, do not wait for it to happen. Und ihr, für die gebetet wird, wartet nicht darauf, dass es passiert. When Peter was bidden by Jesus to walk on the water, he didn't say, "Dear Lord, if you want me to walk, make me." Als Petrus vom Herrn gebeten wurde, aufs Wasser zu gehen, hat er nicht gesagt, "Oh Herr, komm und mach mich auf dem Wasser gehen." Nichts ist passiert. Sechsmal wurde für mich gebetet und ich stehe hier immer noch. He took a step, which is very foolish. Er tat einen Schritt, was sehr albern war. When Peter walked, it wasn't a miracle. Als Petrus gelaufen ist, war es kein Wunder. When you people begin to speak, it's not a miracle, it's a decision. Wenn ihr anfangt zu sprechen, dann ist es kein Wunder, es ist eine Entscheidung. The miracle was that as he walked on the water. Das Wunder war, dass als er gelaufen ist, and er auf dem Wasser gelaufen you ist. You people who receive the miracle will be that as you start with any sound and you have to make it, the Lord will give you a new language. Und das Wunder ist, dass wenn ihr mit irgendeinem Laut auch nur anfangt, dann ist es Wunder, dass Gott euch dadurch eine neue Sprache gibt. If you get cold feet, wenn ihr kalte Füße kriegt, that's what happened to Peter. Das ist, was Petrus passiert ist. I'm walking on the... And he sank. Oh, ich war gewesen auf dem Wasser. Didn't mean to say he hadn't walked. So, when you begin to speak in the new language, just go on. All right, keep your eyes on Jesus. So, und wenn ihr anfangt in der neuen Sprache zu sprechen, macht einfach weiter und lasst eure Augen auf Jesus. I'm going to make the prayer for you, so go each two on one if possible over there. Zwei mit einem, wenn möglich. Okay. Daniel, I'm going to pray now. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. On behalf of these people, we come that they might receive the promise of the Father. Kommen wir für diese Leute zu dir, um die Verheißung des Vaters zu empfangen. That you will give them power to preach the gospel. Dass du ihnen Kraft gibst, das Evangelium zu verkünden. Come with your anointing and give them all the gifts of the Holy Spirit from time to time. Komm mit deiner Salbung, gib ihnen alle die Gaben des Geistes von Zeit zu Zeit. And now the gift of a new language, und so jetzt, that they can pray when they don't know how. Und jetzt die Gabe des Sprachengebets, dass sie wissen, wie zu beten, in wenn sie nicht Jesus wissen, was sie beten name sollen. We pray. Im Namen Jesu beten wir. Now begin to speak and encourage the people to pray. So fangt an zu sprechen und ermutigt die Leute zu sprechen. Okay, now you people here, we're going to pray for some more sick people, so get into the front and into the aisles. We've got 5 minutes over time, so quick. Wir haben nur noch 5 Minuten, so geht bitte und wir beten für ein paar mehr Kranke. All right. So here are some words of knowledge. Hier gibt's noch ein paar Worte der Erkenntnis. And you can pray for words of knowledge. Und ihr könnt für Worte der Erkenntnis beten. Okay, so you may have an impression like earache or headache. Vielleicht hast du ein Wort wie Kopfschmerzen oder Ohrschmerzen. Okay, does anybody want to try some words of knowledge? Möchte jemand ein Wort der Erkenntnis geben? Hier ist jemand mit Nierenprobleme, Kidney.
Thank you. Kidney problem. Throat problem. Arthritis in the knee. Yeah, that was it. Arthritis in the knee, arthritis in the hand. Arthrose im Knie und Arthrose in der Hand und immer wiederholte Halsentzündung. Go into the aisle. Please go into the Bitte aisle. Geht in den Gang rein. Okay, so there are some more knee problems. Mehr Knieprobleme. So go into the aisle, would geht you? Geht auf den Gang. Okay. There's somebody that has been having elbow problem. Ja. Thank you. Ja. Ellbogen. Leute mit Ellbogenproblemen. Okay. Somebody's been having a pink eye. Jemand hat ein gerötetes Auge. And somebody else got dry eyes, which means they water. Und jemand anderes hat tränende Augen. So please stand in the aisle. Geht auf den Gang. Okay. And some more words of knowledge from you, please. Und habt ihr noch ein paar Worte der Erkenntnis? When you ask the Lord, he'll give them to you, so when speak it out. Cough. Thank you. Husten. I have a picture. Just tell me. Okay. I don't want the picture. Um die Welt reisen. To travel around the world. No, we're doing sicknesses, okay. Right? Okay, wir machen nur Krankheiten. Fuß. Okay. Schmerzen am Fuß. Will you stand in the aisle and now I want everyone else to go. So, und jetzt möchte ich, dass ihr alle geht. Two or three people immer on them. Zwei, drei pro Person. And ask them their names. Fragt nach ihren Namen. Helmut, will you instruct some people? Helmut, kannst du darüber gehen? Hier rüber bitte. Helmut. Und ihnen ein paar Anweisungen geben. Ask them their name and ask them what the problem is. If you're responding to a word, please open your hands. Öffnet eure Hände, wenn ihr auf ein Wort reagieren wollt. Those other people we prayed for earlier, we'd like to go on praying for you. Auch für die wir vorhin schon gebetet haben, würden wir gerne für euch weiter beten. Ask them their names. Get some more people, Stephanie. You should have two people with you. Frag nach mehr Leuten. Nehmt immer zwei Leute mit euch. So we need some ladies to join Stephanie over here. Wir brauchen ein paar Leute, die hier mit Stephanie zusammen beten. Okay, make sure you've got two or three people praying for each one. Stellt sicher, dass ihr mal zwei oder drei habt, die für eine Person beten. Then they keep their eyes shut and you keep your eyes open. Sie machen ihre Augen zu und du lässt deine Augen beim Beten bitte auf. And you ask the Holy Spirit to show you und what the Father's doing. Bitte den Heiligen Geist zu zeigen, was der Vater tut. Ask them if it's okay to put your hands on them. Frag, ob es okay ist, wenn ihr ihnen Hände auflegen dürft. And invite the Holy Spirit to guide you all. Und ladet den Heiligen Geist ein, euch alle in dieser Sache zu führen und zu leiten. You are good people. Okay. Gute Leute. Do you want to join in? Go and find some people over there. You can join them. Yep. Geht rüber und betet mit den Leuten. We're at the end of the session, so we can stop recording, but I'm going to see how the tongues people are doing. Die Session ist zu Ende, aber ich gehe darüber und gucke, wie es den Leuten geht mit dem Sprachengebet.